was hier zum Teil stattfindet, ist nicht mehr menschlich. Bestimmte Sachen, die passieren, sind einfach too much. Für mich ist einfach das Maß voll. Dinge, die hier stattfinden, sind für mich wirklich brutal, krank, unmenschlich, armselig. So etwas mit anderen Menschen aus Spaß zu machen, für eine Show. Ich glaube, wir können die Maschinerie, in der wir gerade stecken, halt nicht ändern. Doch, können wir. Man kann es einfach nicht einfach alles annehmen. Auch wirklich Dinge mal hinterfragt. Und als Kollektiv auch mal sagt, nein. Jetzt möchte ich mit meinem Anwalt sprechen, jetzt möchte ich mit meinem Management sprechen. Man ist nicht komplett machtlos. Mhm. Es für mich ist einfach das Maß voll. Übervoll. Es kamen immer so Tropfen auf den heißen Stein, die einfach zu viel waren. Die Handtuchsituation, da kann man nicht von Hygiene reden. Das ist ja Würge. Also, das ist ludicrous. Auch dieser Gestank und Hygiene. Also ich mache es nicht ins Gesicht mehr, also und ab hier auch nicht mehr. Vielleicht können wir die Handtücher sonst noch mal probieren auszukochen, um so ein bisschen abzutöten. Rituell verbrennen. Also wirklich, ich weiß nicht, was ist denn mit Jana los? Es gibt Leute, die haben noch härtere Leben da draußen. Aber du bist hier. Das sind nur 10 Tage, 2 Wochen. Um hart dich zu einem Experiment machen, wo auch du so viel Geld verdient. Die Situation ist hart, aber ich sag mir, guck mal, wie hart mich das macht. Das halte ich aus und ich kann noch mehr und genau, mehr. Genau. Bring it on, mehr, ja, du komm. Bist, ich sehe dich da auch. Du bist anders. Ja, ich sehe das anders. Mein Mindset ist anders. Es ist einfach so, dass viele Dinge hier drin für mich doch absolut konträr sind zu dem, wofür ich stehe. Was sagt ihr dazu? Was? Zu allem? Zu dem, was wir gerade gehört haben. Ihr wart so still. Keiner sagt was. Der Gewinn ist hier 100.000. Leiden, ja, aber muss dafür dazu. Muss ich mir jetzt nicht da irgendwelche Krankheiten holen. Ja, das auch, aber viele andere Menschen würden dafür auch einen Finger abschneiden. So. Weißt du? Ja, also ich würde mir nicht meinen Finger abschneiden. Ja, aber viele andere, dafür lebe ich die das nötiger haben. Aber wir wissen ganz alle, es hart gesagt, man kann sagen den Satz.